BVB-Trainer Lucia Favre hat Mario Götze offenbar aus dem Kader für die Begegnung mit Hoffenheim am Samstag gestrichen. Unklar ist bislang, warum. Nächster Rückschlag für Mario Götze von Borussia Dortmund. Der Weltmeister von 2014 wurde von BVB-Trainer Lucien Favre wohl aus dem Kader für die Bundesliga-Partie gegen Hoffenheim am Samstag 15.30 Uhr im Live-Ticker gestrichen. Das berichten die Ruhr-Nachrichten und Bild übereinstimmend. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Ob die Gründe für die Nichtberücksichtigung leistungs- oder verletzungsbedingter Natur sind, ist demnach noch unklar. Bereits in den vorangegangenen Liga-Partien war Götze von seinem Coach nicht berücksichtigt worden, sondern musste jeweils die gesamten 90 Minuten auf der Bank absitzen. Mario Götze kann gegen Brügge nicht überzeugen. Im vergangenen Dienstag durfte der ehemalige Bayern-Star im Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge erstmals unter Favre ran, stand in Belgien sogar in der Startelf. Überzeugen konnte er seinen Trainer allerdings nicht. Nach 62 Minuten wurde Götze von Shinji Kagawa ersetzt. Neben dem 26-Jährigen werden auch Paco Alcácer, Adduktorenprobleme und Julian Weigel in Sinsheim nicht zur Verfügung stehen. Mehr zu Borussia Dortmund.